weißt ganz genau, ich bin aus dem Boot. Du hast selber gesagt, es war Hutschig, du Lügner. Roller, pass auf, was du sagst. Bei dieser eine Mal runter. Du bist ein Lügner, hast du mich verstanden? Ich bin kein Lügner. Ich will dir was sagen. Was dir nicht gefällt von mir. Sag ich dir so, wie es das hat. Wie bitte? Du hast dich als Fame-Girl enttarnt. Du machst immer diese Wache, dass die Leute hier reinkommen, dass sie dir folgen, dass du jetzt, ich kämpfe gegen jeden, dass du mehr Geld bekommst. Und dann, inshallah, kämpfst du nie wieder. Und dein Lachen kannst du dir sonst wohin kicken. Weil dann zeige ich dir, was Sache ist. Du kannst mir den Sinan privat bringen, und dann wirst du sehen, was Shindy macht. Sag, Wallahi, wenn ich dir Sinan bringe, kommst du? Wallahi, Wallahi, wenn du nicht kommst, werde ich dich öffentlich blamieren, okay? Habibis. Danke fürs Einschalten. Ich habe euch gesagt, wir geben Gas und wir geben Gas. Ich kann euch sagen, ich weiß nicht, was passiert. Es wird immer schlimmer und schlimmer. Ich denke immer auch, es kann ja gar nicht schlimmer werden. Wird es mal irgendwann langweilig? Nein! Wir haben unsere Netflix-Serie, unser Kino. Sogar Netflix wurde ja gekündigt von dem einen oder anderen. Ey, ich will gar nicht viel reden. Ihr habt sie ja im Trailer, im Titel gesehen. Ich sag euch, es geht ab. Der eine ist komplett durchgedreht. Was hat der gemacht, Leute? Oh mein Gott. Wallah, die Leute sind gestört. Also gehen wir erstmal dazu rein, dass überhaupt Hamid immer noch bei dem Kampf ist mit Hamza und es immer noch nicht akzeptieren kann, dass er verloren hat. Es kränkt ihn. Wallah, ja, hier wird der Rückkampf passieren, aber Hamid, guck mal, jeder hat Blick auf dich. Enttäusch uns nicht. Wallah, weißt du, wie viele Leute Geld wetten wegen dir? Die denken, du wirst gewinnen. Diesmal. Guck mal, du hast diesen Kampf verloren. Komm, wir machen nochmal einen Rückkampf. Und dann. Aber Abramda, lass diese Kampf unentschieden sein. Nein, lass ich nicht. Guck mal. Wenn du willst, guck mal, du hast verloren. Wir machen nochmal einen Rückkampf und wir kämpfen nochmal. Inshallah. In deiner Rose. Okay? Ja. Also den hier Kampf war echt schon sehr, sehr interessant, aber stellt euch vor, wie interessant wäre dieser Rückkampf. Warte, kämpfst du auch? Ja, ich kämpfe auch, aber gegen Ibo. Ehrlich? Und nach Ibo direkt mit Abu Hamza. Ich werde mich rächen für Hamid. Wenn Hamid das nicht macht diesmal, ich werde das machen. Marello, ich sag dir was, guck mal. Wallah, wenn du gegen mich kämpfst, ist vorbei für dich. Ich schwöre auf Korn, ist vorbei für dich. Weil Wallah ist vorbei für dich. Also bist du ein Gas geben. Junge, guck mal. Leute, folgt alle Koko, Leute, IPTV. Wer IPTV braucht. Wir werden alle rein, Leute. Eine Hand wischt die andere. MMA. Ja. IPTV International, Leute, bei Koko. Wallah, Hamid, ein Tipp an dich. Du brauchst auf jeden Fall ein Mikrofon in diesem Zimmer, weil es schallt übelst und man versteht dich sehr, sehr schlecht. Ich kann dich nicht hören, weil Hamid redet die ganze Zeit. MMA, wir beide MMA. Du und ich? Ja. Junge, da fre- oh, bei Allah, ja, komm. Wallah, komm. Wallah, komm, Junge, Wallah. Bist du krank? Das Ding ist, viele unterschätzen Barello, weil er halt so ist, so wie er ist. Aber jetzt mal ganz ehrlich, ne, Hand aufs Herz, würde man ihn trainieren, er wäre nicht schlecht. Er ist 2 Meter, Digga. Und Abu Hamza ist deutlich kleiner. Also ich weiß, es hat nichts mit der Größe zu tun. Aber trotzdem, ich meine, wenn wir mal so schauen, wie Fat Comedy gegen Barello gekämpft hat, da gab es keinen K.O. Und Fat Comedy ist erfahren. Die erste Runde hat sogar Barello ihn fast gehabt. Ja, wäre mal kontrollierter gewesen. Allein der Unterschied, wie es aussah zwischen Fat Comedy und Hamid im Sparring, yani der Unterschied allein, wie Barello gegen Fat Comedy war, ist schon riesig. Keine Ahnung. Allein, du weißt, wie gut ich bin in MMA. Bist du krank? Du willst gegen mich MMA kämpfen? Ja, du sagst, also ich bin mir sicher, Leute, das ist überhaupt kein Angriff an Hamid. Im Gegenteil, ja, ich mag ihn sehr. Ich denke einfach, dass Hamza stark ist, ja. Keine Rede. Aber er hatte nicht den richtigen Gegner. Und ich bin mir sicher, dass wenn er den richtigen Gegner hätte, dann würde es ganz anders aussehen und er würde vielleicht ganz anders denken. Ey, meinst du das gerade wirklich eins, dass du mit mir MMA machen willst? Guck mal, ich sag dir eins, sollte ich dich so haben, kriegst du mich nie wieder weg. Ich bin wie ein Löwe dann. Dann ist genau wenn ein Löwe ein Kuh hier beißt, denkst du, diese Kuh kann noch weglaufen? Nein. Sollte ich dich hier so haben, wäre vorbei damit, ja, Wallah. Okay, meinst du, wie gut ich. Willst du damit sagen, du bist ein Löwe und ich bin eine Kuh oder was? Ja,
Barello, guck mal, ich sag dir was. Wallah, ich sag dir was. Schlag dir das schnell aus dem Kopf, dieses MMA mit mir. Wallah, ich sag dir das wirklich, wallah. Ich sag dir das nur einmal. Du gegen Hamid, werdet ihr euren Rückkampf Box machen oder MMA? Was er will. Hamid. Was er will, was er will. Was er will. Was er will. Hey Leute, ich weiß nicht warum, aber ich konnte diesen Rüssel niemals ernst nehmen. Dieses, das Geschenk da als Rüssel. Und jetzt kommt auch noch dieses Ritterhelm, Digga. Was denn? Danke. Aber nicht, dass am Ende heiß. Ich war krank, ich war verletzt, ich hatte Fieber, ich hatte... Guck mal, ich sag dir was, danke. Ich sag dir was. Bei Hamid wird immer ein Ausrede parat sein. Los, Hamid. Hey, hey, Wallah, auf damit. Wallah, ich hoffe, Koran. Du weißt ganz genau, ich bin ausgerutscht. Du hast selber gesagt, es war rutschig, du Lügner. Hamid, ich hab nicht gesagt, es war rutschig. Ja, aber du hast gesagt, es war rutschig. Ich hab gesagt, ich bin auch einmal ausgerutscht. Aber ich hab weißt du, dann lese nicht. Hamid. Guck mal, ich will dir eine Sache sagen, bevor du weiterredest. Eine Sache, nur eine Sache, okay? Wallah, warum versuchst du dich jetzt wieder aufzupäppeln, Alter? Warte kurz, hab ich dafür trainiert, dass ich wieder auf den rutschigen Boden kämpfe? Wallah, wie also ich versuch wieder aufzupushen, ja? Nein, lass mich mal aussprechen. Hab ich dafür trainiert, dass ich mit dir auf einen rutschigen Boden kämpfe? Oder hab ich mit dir trainiert, Boxen zu machen? Ich hab mich mit dir trainiert, hier Bauchklatscher zu machen. Okay, warum bist du der Einzige, der Hamid, ich geb dir noch einen Tipp. Du wirst einen Rückkampf machen, ja? Glaub mir. Die Leute nehmen dich gerade ja nicht ernst, was traurig ist, aber du musst den Rückkampf machen. Wenn du den danach verlierst, dann wird's richtig ekelhaft in der Öffentlichkeit, weil so ist das halt. Ist nicht so, Leute, habe ich recht oder habe ich recht? Rutsch ist die ganze Zeit, warum sind alle Kämpfer nicht ausgerutscht? Weil es abends war und der Boden war komplett nass, wir waren okay, die besten Kämpfer. Keiner hat gewischt, wir waren die letzten Kämpfer, die letzten. Okay, Budi, wo Budi gekämpft hat, war auch abends, warum ist er nicht ausgerutscht? Vor unserem Kampf war noch ein MMA-Fight-Hauptfinale, ja, sag mir. Keiner hat den Boden danach sauber gemacht. Die haben sich da rumgemacht, da war Schweiß, da war alles Mögliche war da. Da hat sich eine Schicht gebildet, wie Eis, Schlittschuh-Eis. Wallah. Ich schwöre bei Allah, Hamza, ich schwöre bei Allah, ich bin nicht wegen dir K.O. gegangen. Also ich bin gar nicht K.O. gegangen. Ich bin einfach nur ausgerutscht. Du kannst jetzt denken, was du willst. Okay, du kannst denken, was du meinst. Aber Wallah, ich bin nur ausgerutscht. Bei Allah, ich bin nur ausgerutscht. Wallah. Aber die haben dir gesagt, steh auf nochmal. Warum hast du nicht nochmal weitergemacht? Warum hast du ausgerutscht? Ich habe ihm eine gegeben, guck mal, ich bin so runtergegangen, so, und ich habe ihm hier eine gegeben, hier. Und du guck im Replay, er hat doch so mit seinen Augen gemacht, Abu Hamza. Weil er was soll ich noch was machen? Soll ich meine Zunge rausholen und dir meine Stinkefinger zeigen oder was? natürlich, wenn man eine bekommt, macht man seine Augen zu. Ich sag. Aber ehrlich, was ist das für eine Frage? Er hat so gemacht, sagt er. Boah, Leute, kennt ihr das, wenn man im Winter Fußball spielt und man bekommt so mit voller Wucht diesen Ball in die Fresse. Oh, wisst ihr, wie du da... Also wisst ihr, was man dann für einen Blick hat, wie man dann guckt? Das würde ich mal gerne in Zeitlupe sehen. Doch, hör doch mal zu. Ich gebe ihm eine so, okay? Und jetzt will ich zum zweiten und dritten ausholen, damit ich auch eine Kombi raushole. Bruder, er hatte keine Deckung, nichts. Was passiert? Ich hau zweite Schuhe. Aber soll ich ja sagen? Aber er hat sich ein bisschen sicher gefühlt, deswegen hat er keine Deckung gehalten. Also ja, Bruder, weil ich die ganze Zeit ausgewichen bin. Like, ja, Selami, du hast mich geschlagen, ich hab deine Schläge gesehen. Ja, guck mal, du hast mich einmal geschlagen, du wolltest mir 2-3 geben, ich hab einmal nur so gemacht mit meinem Kopf, du bist umgefallen von alleine jetzt. Ja, Bruder, das ist es doch, weil es abgerutscht hat, Bruder. Wallah, ich hab einmal nur. Er hat gerade zugegeben, hast du gesehen, Barillo? Er hat zugegeben, gerade, Wappa. Junge, du bist von deiner eigenen, weil du nicht kämpfen kannst, bist du runtergefallen, Digga. Vielleicht hätte Hamid echt mit seinem Gewicht kämpfen sollen. Also nicht, der hätte nicht abnehmen sollen. 20 Kilo weg, Digga. Alter, deine Maniak. Wer kann nicht kämpfen, wer? Bei dieser eine Mal, Wallah. Hey Leute, die sind doch behindert. Ich glaube, Mann, sitz ich wieder auf deinem fetten Arsch, Alter. Warum rutsch ich nicht aus? Der Zug ist abgefahren. Warum rutsch ich nicht aus? Du hast wieder eine Schmerz im Dezember, kannst du dich nicht mehr bewegen. Bleib mal leise, Herr Maniak. Mein nächster Mal, du kassierst, mach mal. Barello. Ja. Würdest du gegen Hamid kämpfen, ehrlich? Gegen Hamid? Ja. Gegen Hamid will ich. Ja, Maniak, warte mal kurz, Barello. Warum willst du nicht gegen Hamid kämpfen? Hamid wäre ein perfekter Gegner für dich. Ihr seid beide schwach. Ehrlich? Wallah. Ja, Hamid, er unterschätzt dich, wenn du ausgerutscht bist. Ihr seid beide zwei Mascheras, ja. Bruder, ich schwöre auf alles. Wallah. Lass ihn reden, Bruder. Er weiß ganz genau, als er vor mir hier in Käfig war, wie er geguckt hat und so. Wallah.
Hamid, wallah, wie hab ich denn? Hab ich Angst vor dir gehabt? Wir wissen beide, was die Wahrheit ist. Hamid, wallah, ich weiß gerade nicht, was du redest, ja? Wir wissen beide, was die Wahrheit ist. Aber glaub mir, sogar Barello könnte dich kaputt schlagen, wallah. Aber Hamza, bei Allah, dumm dich, was du willst, wallah. Aber guck mal, du willst gegen mich kämpfen, ich bin viel stärker. Barello macht Kleinholz aus dir. Kleinholz. Wisst ihr, was ein sehr interessanter Kampf wäre? Ohne Spaß jetzt. Ich würde jetzt selbst sagen, ja Mann, er hat recht. Beton ist ein Bruder von mir, ne? Beton gegen Hamza. Hier, die beiden. Das könnten die mal machen. Also, da bin ich mir sicher, dass Beton ein fairer Gegner wäre für Hamza. Und da wird er es nicht so leicht haben. Sogar im Gegenteil, was ich glaube. Ich bin viel stärker als du. Such dir mal lieber den Schwächeren aus. Du hast den Schwächeren. Soll ich dir ehrlich sagen, Abu Hamza? Vielleicht ist er schwächer als du. Aber ich habe mehr Angst gegen Hamid als gegen dich. Weil er sieht größer und kräftiger aus. Gegen dich weiß ich schon. Wir werden nur rumampeln da. Wir werden wie Ampelmänner machen. Oder also, Ampel schlägt nur mit einer Hand. Hey, Abu Hamza, wir werden einfach beide keine Luft kriegen. Wie Ampelmänner rumspringen. Ebenso. So hab ich dir gegeben. Du bist umgefallen. Wallah, du bist umgefallen. Wallah, will er mich umgefallen. Auf die Schose, bei Allah, ich bin nicht umgefallen. Ich schwöre auf Koran, du bist umgefallen. Wallah, will er mich umgefallen. Also ich hab gesagt, es lag auf jeden Fall an den Schlägen plus an den Boden. Ja, ne? Das war so ein 50-50-Ding. Das war zwar rutschig, aber die Schläge, die er gegeben hat, ist er trotzdem wupp runter. Wallah, von einer geraden Richtung, du bist umgefallen. Was ist denn gebrochen? Hier, zweimal. Hamid. Bruder, ich will dreimal. Was kämpfen? Was redest du? Du kannst nicht kämpfen. Arafat hat dir das gesagt, Yasser hat dir das gesagt, ganz TikTok hat dir das gesagt. Nein, ich war gar nicht kämpfen. Deine eigenen Landsmänner haben dir das gesagt. Meine Landsmänner, das sind nicht meine Landsmänner. Wallah, Leute, deine eigenen Landsmänner haben dir gesagt, du kannst nicht kämpfen. Das sind nicht meine Landsmänner. Tschüss, jetzt geht es in die Richtung. Du hast auch gesagt, du bist ausgut. Die haben dir gesagt, sag, was redest du da? Die haben dich ausgedacht die ganze Zeit alle. Amit, dein größter Fehler war? Aber der größte Fehler war, dass du ausgerutscht bist und aufgehört hast. Egal, 20 Mal ausrutschen, einfach weitermachen. Bruder, wie er die ganze Zeit Benzin ins Feuer schmeißt. Dieser Barello, ja? Aber er hat recht. Egal wie oft er ausgerutscht wäre, er hätte weiter kämpfen müssen. Nein, Wallah, du meinst das nicht ernst. Doch, Wallah, du machst mit. Mach weiter! Wallah, ich an Hamids Stelle, ich hätte meinen Trainer gesagt, statt zieh meine Boxhandschuhe, zieh meine Schuhe aus. Wallah, du hast mir privat ganz was anderes gesagt. Ich schwöre auf Wallah, das war einfach mein erster Kampf und dass der so abgelaufen ist. Privat hast du mir gesagt, du hast ihn auseinandergenommen, geschieht ihm recht und so. Wallah. Das war einfach mein erster Kampf und der ist so abgegangen. Ist okay, aber. Ich bin kein Kämpfer. Ich hab einfach hier. Okay, wir machen einen Rückkampf und dann hast du nochmal eine Chance. Ja. Hamid, Bruder, schau mal, ich hab nichts gegen dich. Ich mag dich, du bist sympathisch und so, aber Bruder, der Kampf gehört einfach Hamza, Bruder, weil. Bro, ja, oder der soll Hamza gehören. Aber trotzdem muss man immer ehrlich sein. Warte. Ehrlichkeit ist wichtig. Ich sag nicht, dass nicht Hamza gehört. Ich hab aufgehört. Natürlich gehört der Hamza. Offiziell. Aber die sollen nicht so tun, dass der mich K.O. geschickt hat. Der hat mich nicht K.O. geschickt, Bruder. Hat er nicht. Oder hat er den Ich hab den Kampf gewonnen und ich bin der Sieger. Okay, offiziell. Lässt du den Kampf unentschieden sein? Offiziell. Wer? Andreas, sei mal leise, nein, er hat gewonnen. Sagt Yamaniak, warum soll ich den Boxkampf unentschieden machen? Er hat keinen Unentschieden, er hat gewonnen. Wir machen einen Rückkampf und dann kann er nochmal zeigen, was er drauf hat, Wallah. Ich habe aufgehört, weil ich nicht mehr Dings. Dings stehe. Ey, Wallah. Ist okay. Wallah, tut mir leid, dass ich sage, aber ich habe beide wie ein Maskara gekämpft. Ja, ich hätte euch beide genockt, ja, Wallah. Ey, was war das? Und der andere geht da hinten. Junge, man muss mit euch noch einfach ein bisschen spielen. Junge, Barello, sei mal leise, ja. Was gegen Fat Comedy verloren ist, bist du gegen uns. Wallah, ja. Wallah, du hast gegen Fat Comedy einfach verloren, Bruder, ja. Scheiße. Wer? Ich? Ja, du, wer sonst? Beton, komm, du und dich noch schwarz. Dein Vater und was? Komm, Barello, komm. Weißt du, was ich machen würde? Im Ring mit dir, Abu Hamza? Ich würde dich so kaputt machen, dass du müde bist und ich würde dich dazu bringen, dass du mit Beton rumleckst. Oha, Barello. Pass auf, was du sagst. Wallah, pass auf, was du sagst. Okay. Barello, Wallah. 2 Sekunden für dich, Bruder. Wallah, sonst geh ich auf Eltern, Barello. Ich schwör auf Koran. Okay, Abid. Hör auf damit, Wallah. Hör auf so zu reden. Wallah, manchmal hat er so eine Zündschnur, der Hamza, Digga.
Barello, ja, bitte? Bruder, du gegen mich, ich ohne Arme. Fett Comedy ist hier drin bei mir. Auf jeden Fall schaut da irgendeiner von den UFC. Okay, kämpf gegen Fett Comedy, wenn du ein Mann bist. Wer? Du aber. Gegen wen willst du gegen ihn kämpfen? Hä? Warum soll ich gegen ihn kämpfen? Es, du sagst gegen einen Fett Comedy, also Fett Comedy niemand. Ich kämpfe nicht gegen Fett Comedy oder gegen dich. Aber wieder Fett Comedy ist stark, Junge. Ich sag, er hat doch sogar gegen diesen hier, gegen diese Luftpumpe hier gewonnen. Was für ein Wunder, wir haben Sparring gemacht. Und der hat dich auseinandergenommen. Junge, du hast nicht das ganze Sparring gesehen. Soll ich dir Video schicken? Was willst du? Du hast einen kleinen Abschnitt geguckt. Ey, Hamid, siehst du? Fett Comedy hat selber gesagt, er hat dich auseinandergenommen. Ey, Hamid, siehst du? Er sagt Fett Comedy, ich hab gewonnen, der gewonnen. Er nimmt dich gar nicht ernst. Also das Sparring war echt schon krass, Alter, muss ich ehrlich sagen. Also da hat Fett Comedy echt böse Bretter rausgehauen. So, jetzt kommen wir zu einer Eskalation, ja. Falls ihr dachtet, das war die Eskalation, nein. Ihr müsst euch vorstellen, nach diesem Live mit Hamza, Hamid, Barello und Beton, ist Shubo, wo es schon mal ein Beef gab, hat er ein Statement gegen Hamid rausgehauen, was er als Video auf TikTok rausgehauen hat. Und Hamid damit gedemütigt. Und nach diesem Statement-Clip, was er auf TikTok gepostet hat, sind die live gegangen und es ist wieder so eskaliert, dass sogar Arafat reinkam und sich todesangeblich, wie ich es mitbekommen habe, mit Hamid gestritten hat. Ich habe mir das Ganze aufgehoben, mir nicht reingezogen. Wir schauen uns das alles jetzt gemeinsam an. Let's go, in a window. Ich werde ihn ausknocken in der ersten Runde 100%. Falls die Leute fragen, ob er T-Rex von Jurassic Park auf freien Fuß ist, hier habt ihr die Antwort. Ja, die kennen mich, die sind alle kenn so. Ich auch nicht. Die sind so. Kenn ich auch die nicht. Sind so. Kenn den ich auch nicht. Als Hamburg gibt es ich habe so viele Brüder hier in Hamburg, die verstanden. Die sind alle so. Die sind so. Erzähl nicht irgendwas. Die mich ausgrenzen, weil ich Pashtune bin. Deswegen grenzen die mich aus. Ibo Abi, guck mal ganz kurz. Er bekommt sein Geld. Andere Leute haben noch nicht ihr Geld bekommen. Die sagen zu ihm, hast du dein Geld bekommen? Er sagt ja, okay, wir noch nicht. Weißt du, was er macht? Er geht live, er sagt, habe ich das, glaube ich, abgehauen? Habe ich da deren Geld bekommen? Das ist deine Dankbarkeit? Warte. Also, ich meine, da werden ja Verträge unterschrieben. Ja, und ich bin mir sicher, dass jeder seine Gage ganz normal bekommt. Bis jetzt hat sich noch keiner gemeldet, der gesagt hat, ich habe keine Gage bekommen. Deswegen checke ich das Ganze nicht. Warte, lass mich aussprechen. Weißt du, von wem der Satz kommt? Hamid Lemos abgehauen? Von wem kommt der Satz? Ja, von wem kommt der? Von Arafat. Er hat das vor mir gesagt. Genau, Arafat ruft mich ab, Abari. Wallah, von Arafat. Er hat das vor mir. Arafat war derjenige, der gesagt hat, die Leute... Nein, ich zeig dir den Replay. Warte. Arafat hat wortwörtlich gesagt, Arafat kommt rein. Warte. Hamid Lemo ist abgehauen, weil er wollte nicht die 100.000 Euros bezahlen. Das hat er wortwörtlich gesagt. Guck dir den Livestream an, bevor ich das gesagt habe. Deshalb weiß ich gar nicht, warum ihr... jemand was sofort bezahlt oder... Wallah, Barello hat mich gerade an Dings erinnert. Kennt ihr das, wenn früher die Geschwister sich zu Hause geschlagen haben, wenn der Papa nicht da war und die Mutter reinkam und gesagt hat, Papa kommt jetzt. Und jetzt Barello. Arafat kommt live. Ein, zwei Tage später, weil sein Kopf vielleicht in dem Moment so voll war. Kannst ja, du doch einen Teil erst abschauen. Ich hab nicht was anderes du gesagt. Ice Cream. Weißt du, was deine Absicht war? Bitte, du wolltest mein lass uns Thema zumachen. Reicht. Weil du verloren hast. Als Arafat mir gesagt hat, diese Leute sollen Rechnung schreiben und kriegen dann ihr Geld, dann hab ich gesagt, inshallah, wusste ich nicht. Oh. Aber warum gehst du in die Öffentlichkeit und erwähnst sowas überhaupt? Wer bist du? Sag mal. Warum hat Arafat das erwähnt? Was weißt du über die Verträge der anderen Kämpfer? Zwischen Hamid Lemo und... Aber Arafat hat das doch zuerst erwähnt. Was hat Arafat zuerst erwähnt? Dass Hamid Lemo abgehauen ist. Und meinte, ey, das ist eilig von dir, dass du überhaupt so eine Scheiße erwähnst. Ey, Arafat will als Gast. Ich weiß, danach. Jungs, Arafat will als Gast mit euch reden. Könnt ihr kurz als Gast kommen? Was ist das? Als Gast bei mir. Offline gehen. Wie Gast? Gast, wir gehen Ach so. Ja.
Oder warte. Oh. Oder da ist er, nicht als Gast hier. Assalamualaikum. Oh, diese Begrüßung ist auf jeden Fall sehr, sehr, sehr negativ. Umami. Meine Zunge, das sage ich dir noch im Guten. Ich sage nur das, was. Ich habe dir niemals gesagt, es abgehauen, weil er nicht kein Geld bezahlen will. Was? Ich habe niemals gesagt, dass Hamid abgehauen ist, weil er kein Geld zahlt. Guck mal, bevor ich das gesagt habe, hast du selber einmal im Livestream einen Tag vorher gesagt. Was habe ich gesagt? Den Livestream kann ich dir zeigen. Ich will niemals ein Wort aus meiner Zunge nehmen. Was habe ich gesagt? Du hast wortwörtlich gesagt. Du hast dabei gelacht, Hamid Limus abgehauen, der wollte nicht die Hunderttausende von Euros bezahlen. Wortwörtlich, das kann ich dir zeigen, diesen Livestream. Wenn man sowas belächelt und lacht. Warte, Schumo, bitte sei leise. Schumo, bitte sei leise. Erstmal bist du ein Lügner, okay? Zeig mir diesen Livestream. Diesen Livestream gibt es. Ich erlaube dir nicht, auf meine Zunge zu lügen. Hast du mich verstanden? Ich sag dir was, du hast dich als Famegeil enttarnt. Du machst immer diese Wache, dass die Leute hier reinkommen, dass sie dir folgen, dass du jetzt, ich kämpfe gegen jeden, dass du mehr Geld bekommst. Und zweitens, oder inshallah kämpfst du nie wieder. Oh mein Gott, Leute, was passiert hier gerade? Boah, Digga. Du bist ein undankbare Sau, bist du. Du bist Rassist geworden mittlerweile, oder was? Warum Rassist? Ich sag doch, dass die nicht hinter mir sind. In meinen Augen. Die sind nicht. Oh boah, Bruder, ey, Schwester. Hinter mir? Die sind nicht hinter mir, weil die sind nicht. Like, warum lieben wir sowas, ja? Du bist. Ich sag doch, wir sind alle gleich. Ja, die sagen, wenn du mal sagst, ich schäme dich. Bruder, aus Hamburg sind ein paar Stunden, du Bauer, was du bist. Was redest du? Ich weiß, aber was habt ihr dann gegen mich? Warum sagt ihr nicht, ganz kurz, das ist alles beim Ablenken. Warum sagt ihr nicht, dass ihr dieselben Wörter habt? Ein paar Stunden, wir sind doch alle eine. Hamid, wenn ich was gegen dich hätte, bei Allah, dein Kopf wäre in Berlin gerollt. Ich schwöre bei meiner Mutter, dein Kopf wäre... Oh mein Gott. Das hat er jetzt nicht gesagt, oder? Aber schaut mal, er sagt... Da ist Hamid widersprüchlich. Er sagt im letzten Live, was wir uns in diesem Live angeguckt haben, das war ja davor, da sagt er, Hamza sagt, deine eigenen Landsleute sagen, dass du ein Verlierer bist, ja? Und er sagt, das sind nicht meine Landsleute. Und hier sagt er aber zu Shubo, ich dachte, wir sind alle gleich. Ja, Shubo, ja, okay? Weil die Leute ein persönliches Problem mit dir haben und nicht mit Kartell. Du bist vom Kartell. Persönlich. Shubo! Du bist vom Kartell. Shubo. Warte, was Arafat sagt. Mach mal halblang. Das ist alles eine Masche von denen. Ist mir scheißegal, was er ist. Arafat, er provoziert seit einer Woche auf einer dreckigen Art und Weise. Auf ihn ein. Er gibt eine dreckige... Ich habe keine einzige Lüge. Ich habe nicht erzählt, Hamid. Keine Sachen, die nicht der Wahrheit entsprechen. Mach deine Famegeilheit weiter. Das ist keine Famegeilheit. Ich rede nur über die Veranstaltung. Ich rede nicht über einzelne Personen. Geld verdient. Du bist ein Lügner. Hast du mich verstanden? Und ich bin kein Lügner. Ich will dir was sagen. Ich schicke dir den, was dir nicht gefällt von mir. Sag ich dir so, wie es ist. Oh! Wie bitte? Lüg nicht auf meine Zunge. Ich... Boah, er hat das andere nicht ausgesprochen. Er hat gesagt, sonst wirst du was sehen, was dir nicht gefallen wird. Schick dir den Stream, inshallah. Allah Yochta. Ich schwöre bei Allah, ich habe alles offenbar. Lass mich doch mal ausreden, ja, Hammi. Ey, Bruder, hier werden auf jeden Fall miese Drohungen ausgesprochen, ne? Offenbar. Hast du mich verstanden? Und das meine ich ernst. Langsam übertreibst du deine Rolle. Hat dir die Veranstaltung nicht gefallen? Hör mal zu, Don King. Wenn das dir nicht gefällt, ist dein Problem. Don King. Okay? Deine Kohle hast du bekommen. Und komm mir nicht, dass irgendwas hintenrum was vereinbart war. Du hast 4 Karten verkauft. 4 Karten hat 10%. Du Held, was du Hamid erzählt hast. Ich fülle das voll. Ich mach alles voll. Alles nur bla bla bla. Das ist das. Boah, Digga. Wallah, ich schäme mich gerade. Oh mein Gott. Warum muss sowas so weit kommen, Alter? Das ist nicht meine Schuld. Das ist Marketing von der Veranstaltung. Dann willst du ablenken von anderen.
ganz schlechter Verdienst. Es Haram. Ist nicht meine Schuld, dass das Marketing Haram, dass von der Veranstaltung nicht Wallahi, Wallahi, jedes Kind hätte dich umgehauen drinnen. Bis jetzt wollte ich dich noch ein bisschen hochhalten, aber ja. Reicht langsam. Hast du mich verstanden? Zügel deine Zunge. Und ich sage dir noch was, erwähne nicht meinen Namen mit Lügen. Ich zeig dir später den Stream. Diese Worte hast du gesagt und du hast dabei gelacht. Zeig mir. Ob das Spaß war oder nicht. Leute, schick mir mal bitte den Stream. Ob das Spaß war. Deswegen, ich möchte mal sehen, wie du es aufgefasst hast. Leute, bei was habe ich mir mal bitte den Stream? Verstehst du nicht? Es kann sein, dass er so sagt, er ist abgehauen mit 100.000, weil er so viel Geld, das waren. Hey. Wenn du Ironie nicht verstehst, geh noch mal zur deutschen Schule. Ja, aber ich sag ja, also hast du es gesagt? Ja. Ironisch gemeint. Ich sag doch, was hat er gesagt? Ich sag doch, was hat er gesagt? Arafat hat gesagt, hör auf zu lügen. Hör mal zu. Such die Fame nicht auf meine Eier. Such die Fame auf andere Eier. Wir haben doch die Sache schon geklärt, das habe ich doch zu Schubert auch schon gesagt. Die Leute, die Rechnung schreiben, haben ihr Geld bekommen. Du bist hier nur am Bellen. Warum? Warte mal, du tust gerade so, als ob ich das Thema aufmache. Ihr kommt doch rein und redet über die Sache. Hör mal, du bist nicht komisch geschlagen. Ich habe nur gehört, wie du über mich von meiner Zunge redest. Und dann erzählst du, was wurde denn hintenrum ausgemacht? Oder du bist, oder ganz ehrlich, freut dich, dass du überhaupt 10.000 Euro, oder kam mit Limus ein Esel, weil er dir überhaupt 10.000 Euro gegeben hat? Merkt ihr eigentlich, wohin das Ganze führt? Nur weil man nicht akzeptiert, dass man verloren hat und live gehen muss und reden muss. Anstatt dass Hamid einfach sagt, Hamamlan, ich hab verloren, scheiß drauf. Nächste Kampf hole ich mir. Und zwar so, dass ich leise bin und ganz höflich frage, ey, ich möchte einen Rückkampf. Hamas, ich möchte einen Rückkampf und möchte kämpfen. Und dann reingehen, wie ein Löwe, dir den Kampf holen. Am besten noch ein K.O. machen. Und fertig, Digga. Anstatt so ganz. Ihr seht, in welche Richtung das geht. Aber mich würde es mal interessieren, was ihr über die ganze Sache gerade denkt. Ballert mal eure Meinung in die Kommentare. Dann ist das so. 10 Euro bist du wert, mehr bist du nicht. Weißt du, was du denkst? Alter, meine Worte. Du denkst, keine Ahnung, du bist ein richtiger Star geworden. Du bist ein Mülleimer wie vorher, hast du mich verstanden? Arafat ist böse auf 180, Digga. Und Hamid kann gar nichts gerade dagegen sagen. Und dein Lachen kannst du dir sonst wohin knicken. Weil dann zeige ich dir, was Sache ist. Was ich war nie respektlos gegenüber dir. Also halt deinen Mund langsam. Oder gegenüber einer anderen Person. Halt ich deinen Mund, ist besser für dich. Die Veranstaltung. Ich sag, du willst es einfach nicht. Das bleibt noch in einer Woche, Junge. Ich rede nur über die Veranstaltung. Ey, bist schon ein bisschen Anstand. Hast du keinen Anstand genossen? Aber was heißt... Hast du ein Problem, rufst du die Leute an und machst nicht hier? Macht er ja nicht, Arafat, diese Eier hat er ja nicht. 500. Er hat doch unsere Nummer an. Komm jetzt sofort, komm hier auf raus. Wer hat nächste Veranstaltung? Sag, du bist geldgeil. Okay, hat nichts damit zu tun. Ich will nur einen fairen Kampf. Wallah, ich werde Hamza sagen, ich werde ihm beide Beine binden und einen Arm binden. Vielleicht. Und ich war ja, diese kenn ich. Ja, diese kenn ich. Kommst damit nicht klar, du kommst damit zu. Kämpf oder kämpf. Ich will nur einen fairen Kampf. Wenn du Allah liebst, haut dich sogar tot. Ich will dir was sagen, schlag ihn tot oder nicht. Aber leg nicht meinen Namen auf deiner Zunge mit Lügen. Hast du mich verstanden? Das ist das letzte Mal, dass ich dir das sage. Hat Hamid gelogen, aber... Okay, hatten wir diese Abmachung oder nicht? Boah. Wir hatten eine... Warte, ich sag dir. Vor dem Kampf? Also ich sehe auf jeden Fall Hamid, dass er richtig geschockt ist von Arafats Auftreten. Er hat nie im Leben mit sowas gerechnet, Digga. Dass Arafat da reinkommt und ihn so Ansagen schiebt. Hätte ich auch nicht mit gerechnet. Ich habe gedacht, vielleicht klärt er ihn ganz normal auf, aber... Ist auf jeden Fall ganz, ganz anders gelaufen gerade, ne? Boah. Warte, an dem Tag vor dem Kampf und nach dem Kampf. War, wir haben dreimal darüber geredet. Die Abmachung war wörtlich... Verkaufst du Karten? Weil du hast ja so getan, ob ich hole 3.000 Leute mit. Das hast du vergessen, wa? Hast du nicht gesagt, wa? Gib doch zu. Dann hat die Hamid gesagt, ja, denk nur drüber nach, mit deinen Erbsenhöhlen, weil du nichts drin hast. Dann hat die Hamid gesagt, pro verkaufte Karte auf deinem Namen, ich kann es dir zeigen, gibt er dir 10% und dann könntest du viel mehr verdienen. Das weiß ich. Du hast 3-4 Karten verkauft. Weißt du warum? Ist mir scheißegal warum. Hast du mich verstanden? Aber sag nicht, wir hatten eine Abmachung. Wallah. Weißt du, warum nur so wenige Karten verkauft wurden? Sag mal warum. Ich will auch mal wissen. Sag mal bitte. Weil die Veranstaltung nicht spektakulär war.
Weil du keine Leute hast. Nein, nein, bitte, du kannst nicht antworten. Spektakulär. Ich habe hätte auch keine Leute. Hätte ich gelesen, dass die Veranstaltung auf... Lass mich doch mal sprechen. Schrei doch nicht die ganze Zeit. Hätte ich gelesen, dass die Veranstaltung auf einen Fußballplatz ist, ich hätte mir niemals ein Ticket gekauft. Ja, ja, ich weiß klar. Du bist doch ein Star. Was? Warum hast du keine Karten? Du bist doch ein Star hier. Ich sag doch gerade, hätte ich selber persönlich gelesen, dass die Veranstaltung auf einem Fußballplatz ist, hätte mir niemals ein Ticket gekauft. Was für ein Fußballplatz, du Depp, du? Wir haben das Optikon alles gebaut. Was hat das mit dem Fußballplatz zu tun? Ich schwöre dir, wir werden sie verarschen. Aber du bist doch ein Star, du hast doch verkauft. Warum hast du nicht die Karten verkauft, du Star? Weil das ein Fußballplatz war. Allah, ich schwöre dir. Bist du Star geworden? Nein, aber weil das ein Fußballplatz war. Hast du recht. Weißt du was? Schubo, geh offline und komm wieder. Weißt du was? Dann spiel doch nächstes Mal Fußball als Boxen. Vielleicht schaffst du, vielleicht gewinnst du da auf Fußballfeld. Schauen wir. Da kannst du auch grätschen. Aber, Hamid. Boah, das hat auf jeden Fall zwei Bedeutungen gerade gehabt, ne? Da kannst du ja grätschen. Ne? Jeder, der weiß, was grätschen ist vom Fußball, ja, ne, er rutscht ja eh aus. Oh, Leute, also mit so einem Beef habe ich nicht gerechnet. Was genau haben die falsch gemacht und wo sind so dick? Ich bin immer, ich hab nie darüber geredet, ich will nie irgendjemanden schlecht sehen. Der Typ promotet sich hier selber. Das nur von meiner Sicht du aus. Unfair, sich selber. Du bist ein Armutszeugnis. Du bist ein ganz, ganz schlechter Verlierer. Ich verstehe das auch nicht. Du hast verloren, okay, nimm's hin. Aber dieses Live kommen und sagen, ich habe nicht verloren und dieses Rumschreien und dann aufstehen, Schattenboxen machen. Hamid, Bruder, das passt dir nicht, ja. Wallah, das passt dir nicht. Du blasierst mit deinen Landsleuten. Ich bin Pashtune. Weißt du was? Ich bin Muslim. Alhamdulillah. Das sage ich die ganze Zeit. Wir haben alle dieselbe Religion. Wir haben alle dieselbe Religion. Auf meine Zunge. Und deswegen sollen wir nicht den anderen. Hamid hat so gesagt, Hamid, du kannst nicht, Hamid, nicht mal das Wasser reichen. Du hast hier bewiesen, dass du uns. Dieselbe Religion, fast die meisten dieselbe Herkunft, ja, ist hier egal. Alle Ausländer machen sich von morgens, mittags oder sagen wir mal von abends bis morgens fertig, ja, lassen keine Familien übrig, bis aufs Tiefste, ja. Und ganz zum Schluss gehen sie dann mit einem Imam live, der denen die Religion, das Glauben erzählt, wie es abläuft. Und die hören auch noch alle mit zu, richtig begeistert und erzählen auch mit, ja. Und am nächsten Tag fängt die ganze Scheiße wieder von vorne an. Fitne, Familien reinziehen, Beleidigungen, Kidnappen, ja, das gibt's ja jetzt auch noch. Und dann wieder mit einem Imam live gehen. Ich glaube, ich bin echt in einem falschen Film, Alter. Schlechter Verlierer und. Mach was immer du schlecht. Ich sage dir nochmal im Guten. Mein Name auf deiner Zunge tabu. Okay? Auch nichts Gutes? Oder wie? Komm, Bruder. Ich habe nur über die Veranstaltung geredet. Nur über die Veranstaltung. Du bist Top 2 von ganz TikTok. Also ich war die Top 1. Also ja, gut über. Oder, aber. Ich habe nur über die Veranstaltung geredet, sonst über nichts. Aber guck mal. Veranstaltung, aber vielleicht waren schuld die Mitarbeiter, dass sie den Boden nicht sauber gemacht haben. Ja, ich sag ja nichts anderes. Ich hab nur gesagt, die Organisation. Warte. Ich sag nicht. Ich sage, Arafat hat gesagt, er ist mit Geld abgehauen. Arafat war dabei, wo wir heim sind. Nein. Weil er mir das gesagt hat. Ich meine, wer hat das denn zuerst gesagt? Du hast das gesagt, du hast es ironisch gesagt. Aber du hast meine Frage das ausgesprochen gehabt. Hast du ja selber gesagt. Ja, du springst wieder auf irgendeinen wo du drauf sitzen kannst, dass du wieder rettet. Du bist da. Was? Barello, Wallah, mir ist egal, ob Aha macht. Ich weiß, wer ich bin, okay? Du sitzt auf Star. Trinken. Halt deine Klappe, du Star. Du wolltest doch 3000 Leute hinter dir holen, die kommen. Wo sind? Hey Leute, sorry, ne, ich kann gerade nicht viel dazu sagen, weil mir hat die Sprache verschlagen. Ich glaube, dem einen oder anderen von euch auch. Wo sind denn deine Leute, die gekommen? Was kommt keiner? Kriegen 300. Wusste keiner, wo sind 3000. Die? Die Tickets waren im Vorverkauf. Im Vorverkauf holt keiner gewinnt. Was. Weißt du, warum im Vorverkauf keiner was holt? Weil die Kämpfe jedes Mal abgesagt wurden, bevor die Leute Tickets gekauft haben. Ja, klar. Mike Tyson, du warst doch da. Hätte ich nicht gefragt, hör mal zu, Abbruch, ich kämpfe nicht. Aber Geld hat geschmeckt, wa? Natürlich hat Geld geschmeckt. Super, wenn du Allah liebst, rede mit Kopf, ganz kurz. Warum hast du nicht gesagt, ich möchte nicht mehr? Mach deine Plus weg, Leute, meine Herren. Nachdem ich was gesehen habe. Du bist gekommen und hast gesehen, scheiße. Warum bin ich gekommen? Soll ich die Veranstaltung platzen lassen oder was?
ja. Hä? Guck mal, ich leg dir was ans Herz. Ich meine das ernst. Ja. Schäm dich ein bisschen und reicht, okay? Ich hab über niemanden schlecht geredet. Ich muss mich für gar nichts schämen. Schäm dich. Ich muss mich nicht schämen. Ich habe nur über die Veranstaltung geredet. Nicht über dich schlecht und nicht über Hamid Limo. Und ich sage keine Sachen, die nicht der Wahrheit entsprechen. Du hast eine Sache gesagt, wenn ich hier einen Spaß mache, Spaß sage, ja, dann musst du es hier nicht ernsthaft. Ich habe gesagt, dass du dabei gelassen hast. Ich habe das erwähnt. Musst du nicht sagen, es gab eine andere Vereinbarung. Aber weißt du was? Du hast doch gesagt, ich kriege O-Ton. Ich will mehr Geld haben. Weil ich fülle den ganzen Ding. Du hast eigentlich Geld bekommen auf eine Lüge. Okay? Wenn wir schon Tacheles reden. Aber jetzt bist du mundtot, weil du nichts weißt. Weil weißt du was? Weil ich sage dir. Das heißt, Engelsgesicht hat recht gehabt. Wo wir mal vor kurzem drauf reagiert haben, hat Engels Umut und Hamid ja mal richtig ausgelacht. Und gesagt, haha, die beiden haben vielleicht 10 Karten verkauft. Beide zusammen. 10 Karten, insgesamt 10 Karten beide zusammen. Das heißt, ja gut, die sprechen ja untereinander, ne? Wer wie viele Karten verkauft hat. Die beiden nicht du. Aber warum? Wo sind denn die Leute? Aber scheiße, wegen Fußballplatz. Ich sag, hör mal zu. Ich meine diesen Satz, den mit der Facebook. Wenn ich eine Halle habe und ein Oktagon gebaut habe, ja, wo nichts mit den Rasen zu tun, oder auf Fußballplatz gehe und da ist ein Oktagon. Wo ist der Unterschied? Das ist der folgende. Warte, interessiert dich nicht, ob es voll ist. Was ist der Unterschied? Der Unterschied ist, dass ich da nicht mit meiner Winterjacke stehen muss und. Du hast recht. Ganz ehrlich, Hamid Limo muss wirklich sagen, es war wirklich eine scheiß Veranstaltung. Willst du wissen, warum? Weil du da teilgenommen hast. Nur deswegen war es scheiße. Warte, Schubu. Wenn du so manns genug warst, du. Warum hast du nicht da einmal aufgemacht? Meine Worte. Warum hast du nicht im Stadt? Warum hast du nicht dein Maul aufgemacht? Ich war noch im Adrenalin vom Kampf. Ich hab das alles erzählt, als ich mir die Videos angeguckt habe. Hast du recht? Ja. Aber Hamza hat dein Gehirn gerüttelt deswegen. Der hat mich nicht mal getroffen. Okay, du bist Mann. Okay, mach dein Maul da auf, wo es war. Und nicht komm hier, wie kriege ich einen Follower? Wie kann ich das alles aufschlachten? Du bist wie die Bildzeitung, 1:1. Nie im Leben. Wallahi. Wallahi nicht. Wallahi nur mit Lügen. Einer von euch muss sein Handy machen. Bild-Zeitung, gell? Was hat Omar gesagt? Wallahi, er muss 3 Jahre fasten. Wie er hier redet. Warum? Ist haram, das zu fasten? Nein, aber es ist haram, Unwahrheiten zu erzählen. Du redest die ganze Zeit, wo habe ich denn eine Unwahrheit? Das ist keine Unwahrheit. Ist es nicht die Wahrheit, dass der Boden rutschig war? Ist es nicht die Wahrheit? Was rede ich denn die ganze Zeit? Ist die Wahrheit. Wo haben wir eine andere Vereinbarung? Wo ist deine Vereinbarung? Wo hast du gesagt, Hamid ist mit 100.000 Euro? Als wir uns bei Face-Off getroffen haben, hast du nicht gesagt, wir haben ausgemacht, dass ich mehr bekomme wie Hamza. Kann ich ganz offen dir sagen, weil du ja hier auch öffentlich darüber redest. Haben wir gesagt, ist nicht passiert. Das war die Vereinbarung. Arafat, darf ich kurz was sagen? Wenn du, Schubo, was hast du? Mehr als Hamza. Was, hast du eine Zahl gehört? Mehr. Ach so, mehr. Also lass mich eine Sache sagen, okay? Du wolltest ja bis zum letzten Tag der Veranstaltung. Hamid. Wirklich? Du wolltest mehr, okay? Als Hamza, okay? Argumentier mal bitte nur einen Punkt. Er hat ihn angeboten. Geldgeil. Er hat ihn angeboten. Hör mal zu, er hat ihn nur angeboten. Verkaufst du Karten auf deinen Namen? Kriegst du mir. Punkt. Steht ja immer noch zu. Ja, aber du hast ihm versprochen, 3000 Karten. Aber Hamid, hast du nicht gesagt, du sollst... Der hat 3 Karten verkauft. Hamid, sag mir nur eine Sache, bitte. Hat 3 Karten. Was hast du dem Veranstalter geboten? Oder der Veranstaltung oder den Zuschauern? Sag mal bitte. Es waren 1000 Leute geboten. Denkst du, die ganzen Livestream-Zuschauer sind wegen dir, haben die zugeguckt? Was denn? Welche Livestream-Zuschauer? Du redest von 10.000 Zuschauern. Ich habe keine Zahlen. 10.000 Zuschauer? Dann red... Ey, Wallah, Habibis, ne? Ich zieh mir das gerade richtig rein. Ich muss nicht hier die ganze Zeit stoppen und was dazu sagen. Ich stopp erst dann immer, wenn ich auch was wirklich dazu sagen will. Also, wir ziehen uns das gemeinsam rein, ne? Ihr wisst, Kino. Rede nicht! Dann rede nicht! Erfinde dir nicht an deine Fall! Hör mal zu! Nein, Schubo! Was interessiert dich auch die Zahlen? Ich verstehe nicht. Das interessiert mich ja nicht. Aber ich sag ja nur, er sagt aber mir, was hab ich der Veranstaltung gebracht? Ja. Ich habe eine Veranstaltung gebracht, dass die Leute den. Stimmt das überhaupt, was die in den Chat da reinschreiben? Wer da rein will? Den Hauptkampf.
Bei Allah, Hamid, hätte dir kein Cent geben müssen, du hast aufgegeben. Wieso? Aufgegeben hast du. Wieso? Wieso habe ich gesagt, dass ich nicht weiterkämpfe? Ich habe gesagt, entweder wird jetzt hier gewischt oder ich kämpfe nicht weiter. Weil du sonst K.O. gegangen wärst, aber aufgegeben ist nicht. Ich bin nicht K.O. gegangen. Ja, du bist eine Mauer, chinesische Mauer. Er hat mich nicht einmal getroffen, er hat keinen einzigen Wirkungstreffer gehabt. Alles gut. Oh. Alles gut. Du hast geatmet, ja, wenn es ja nicht so schlimm war, was hast du Runde. Ja, atme. Shubo, geh mal 6-mal runter oder 7-mal und dann steh mal wieder auf und dann guck mal wieder. Ich geh 10-mal runter, ich steh 11-mal auf, ich schwöre bei Gott. Du machst ja sowieso gar nichts. Ich schwöre bei Gott. Du Hampelmann. Ich muss überhaupt nicht reden. Du hast mein Pferd, komm mit dem Schwein. Du hast gegen Papa Toni gekämpft. Das reicht. Du hast kein Herz. Du hast kein Herz. Ey, Hamid, kämpf mal gegen Shubo. Bei Allah, 10-mal. Aber das, weißt du, was das Problem ist? Er wollte gegen Sinan kämpfen. Jetzt schickt er einen Ben Fresh vor. Der wollte gegen den kämpfen. Shubo, du hast aber gewonnen. Warum nicht? Heißt, ist doch egal. Ich habe diese Mentalität, dass man nicht gegen Landsleute kämpft. Oh. Aber schießen kannst du gegen den Landsmann. Du schießt doch die ganze Zeit. Der schießt doch gegen den Landsmann. Warte, ganz Shubo. Guck mal, ich habe von Anfang an gesagt, Hamid Limo ist mein Landsmann und ich würde niemals über Landsleute schlecht reden. Ich rede nur über die Veranstaltung. Von Anfang bis Ende. Du hast ihn auseinandergenommen. Macht bloß weg, Leute, ist das neuer. Heißt, dass wenn du über die Veranstaltung schlecht redest, ich sag immer noch, Mashallah ist ein guter Mann, er hat eine Hilfsorganisation, er ist jede paar Monate in Afghanistan, möge Allah ihm den Besten belohnen dafür, inshallah. Amin. Guck mal, ich will dir was sagen. Für die Veranstaltung. Ja, für die Veranstaltung. Wenn du so denkst, oder? Ist nichts für ihn anscheinend. Okay. Warte. Ist nur für dich, weil du wolltest ja auch Veranstaltungen machen, ist ja eine Werbung für dich. Wenn du ja so denkst, warum sagst du nicht, ich kämpfe nicht gegen Hamza, weil er auch ein Muslim ist? Was ist denn wichtiger, Landsmann oder Muslim? Boah, noch stärker! Hast du gut gesagt. Wallah, hast du gut gesagt. Kann ich nicht drauf antworten. Hast du denn? Arafat, darf ich was sagen kurz? Weißt du, was bei der Frage ist? Kann ich nicht drauf antworten. Er haut immer was raus, Arafat. Er haut immer was raus. Und dann, wenn er nicht antworten kann, dann kommt er mit irgendwelchen Ausrufen. Ich weiß. Nein, jeder Scheiß hat was gemacht. Ich kann dir nur sagen, wie ich groß geworden bin. Und ich bin so groß. Wie du verloren hast, hat seinen Grund auf deine Art und Weise. Warum du auf einmal gegen den ich kämpfen willst, hat auf einmal deinen Grund auf deine Art und Weise. Du bastelst jetzt hier so ein bisschen. Warum ich gegen Sinan kämpfe, hat den Grund, dass der Typ... Bruder Herr, dann reiß doch dein Maul nicht so weit auf, wenn du mit dem Echo nicht leben kannst. Du kannst mir den Sinan privat bringen, warum? Und dann wirst du sehen, was ich mit ihm mache. Ich hab doch gesagt, ich mach das zwischen euch klar. Mach das. Warte, Shubo. Sag Wallahi, wenn ich die Sinan bringe, kommst du? Wallahi, ich komme. Wann? Oh, jetzt wird's ganz anders, Leute. Jetzt wird's genauso, wie wir es uns vorstellen. Es war die ganze Zeit. Aber jetzt kommen wir auf so einen Punkt, wo es wirklich sehr, sehr interessant wird. Wann du willst. Boah! Warte, ich leg einen Ort fest, okay? Ihr beide kommt. Das war mein Vorschlag, Wallah. Bitte sei leise. Ich leg Geld auf den Tisch. Bitte, Shubo. Weißt Wallahi, wenn du nicht kommst, werde ich dich öffentlich blamieren, Hamid, okay? Okay. Ich rufe ihn nachher an, ja? Aber ohne diese SEK-Filme. Wallahi, keine. Hör zu. Alles Show. Ey, merkt ihr das? Ich vergesse gerade das Bild ab und zu wechseln. Ne? Boah, ey, Leute. Bleiben, Hamid. Bubu, bitte. Das muss privat sein. Ich sage privat. Nur den Sieger bekommst du. Nur wer gewonnen hat. Okay? Ha? Nur wer gewonnen hat. Mit Boxhandschuhe oder ohne jetzt? Nein. Na was? Ohne was? Ich rede nicht von Handschuhen. Straßenkampf? Nein, so wie ich mache, mache ich. Jeder kann machen, wie er will. Jeder machen, wie er will. Ich bin einverstanden. Übertreib jetzt nicht, ne? Barello. Ich denke falsch jetzt. Barello. Fäuste ohne Waffen, ja? Die Waffe sind dein Körper. Du. Nein. Was nein? Für diese, was er gesagt hat, braucht er was anderes. Arafat, wenn er gegen ihn kämpft... Warte. Geh weiter träumen und erzähl die Leuten hier weiter Geschichten. Okay? Ich hole ihn dir, du kommst. Wer aus dem Ring kommt... Ich komme dann, okay? Okay. Mit Fäuste, sportlich. Kannst ihn totschlagen.
andersrum genauso, okay? Okay, warte mal, warum sportlich? Ich will nicht sportlich kämpfen. Nicht Sport? Ja, hier, MMA ist nicht sportlich. Macht, was ihr wollt. Ich will nicht sportlich. Ich will dann in ein Cage rein, fertig. Ja, keine Stangen, keine Waffen, keine Messer. Weißt du, warum ich nicht sportlich mit ihm kämpfen will? Weil der Typ macht kein... Sag ich Kämpfler. Sag ich Kämpfe, bring mir, wen du willst. Sportliche Dings, Disziplin fertig. Er lässt sich zu viel einschüchtern auch gerade, ne? Muss man ehrlich sagen. Ich weiß, ihr seid jetzt alle gegen ihn, aber wir sind immer neutral, deswegen. Er muss sich mal mehr so. Er ist die ganze Zeit, er antwortet wie so eine Katze, Digga. Er muss mal rauskommen und sagen, hey, was, hol mir den, hol, sonst machst du doch auch mit Schattenboxen, schnellst auf, drehst durch. Verdient. Er hat keinen Respekt verdient. Weißt du was, ganz ehrlich, Hamid? Weißt du warum? Soll ich dir den sagen? Weil er Pedro ist. Warte, weil du hast Angst gegen ihn nochmal zu kämpfen. Du hast Angst gegen ihn zu kämpfen. Ja, ganz einfach. Warum kämpft ihr nicht gegen ihn? Weil wir nicht rumbellen. Wir bellen doch nicht. Warte, du hast doch ein riesengroßes Problem guck mit mal, ihm. Oder guck mal, ihr redet von sportlich. Sportlich ist immer eine Sache, bist du auf seinem Level oder bist du nicht auf seinem Level. Das ist was ganz anderes. Ein Amateurboxer geht auch nicht mit irgendeinem Typen rein, der schon 30 Jahre boxt. Guck mal, wie du ausredest. Ja, nee, du willst. Nein, das ist keine Ausrede. Der ist gerade momentan Weltmeister. Ich sage, bring ihn privat. Der Gypsy, war? Der Gypsy, der ist 2 Meter. Ich kann nicht, also knall ich ihn in den Kopf und dann ist okay. Bring ihn privat? Meine ich doch, nicht privat und er privat. Genau, privat. Ich bin einverstanden. Nicht sportlich, ich rede nicht von sportlich, ich rede von privat. Aber warte, was willst du? Willst du wie die alten Wikinger machen? Ist egal, er hat seine Worte gesagt und für diese Worte wird er inshallah dann sehen. Wenn du Manns genug bist für diese Worte, gehst du zu ihnen. Warum soll ich nicht zu ihnen gehen? Nicht viel reden. Hunde, die Bellen beißen. Ich sehe ihn schon bald irgendwo, mach dir mal keine Gedanken. Hamid, waren das nicht deine Worte, dass du gegen ihn kämpfen wolltest? Waren das nicht deine Worte? Tust du mir einen Gefallen jetzt? Mit diesem Mann? Hamid, Limo, lass mich erzählen, was du die ganze Zeit irgendwas erzählst. Tust du mir an Jirai? Limo hat mich angerufen. Holst du mir rein? Ey, ja. Hamid Limo hat mich angerufen und hat mir gesagt, kämpf statt gegen Hamza, kämpf gegen Sinan. Dann habe ich ihm gesagt, warum soll ich das machen? Dann hat er mir gesagt, ist mehr Hype, ist mehr dies, ist mehr das. Dann habe ich ihm gesagt, Hamid, bevor wir weiterreden, wie viele Kinder hast du? Hat er mir gesagt, so und so viel, natürlich dies und das. Habe ich gesagt, Bruder, lass uns nochmal 2-3 Mal darüber nachdenken, ob wir diese Person eine Plattform geben möchten oder nicht. Kannst du Hamid Limo? Mach ihn doch einfach seine Rechenschaft an den Herrn. Warte jetzt, warte. Ich hab dann zu Hamid Limo gesagt. Aber hör doch auf zu bellen, Hamid. Ich hab zu Hamid Limo gesagt, gib mir. Warte doch mal, ja, lass mich mal aussprechen. Ich hab zu Hamid Limo gesagt, gib mir ein paar Monate, dann inshallah, ich mach mit ihm Bärnackel, weil dann kann ich ihn wenigstens versuchen, seine Nase zu brechen. Weil das hat er nicht anders verdient, dieser Typ. Genau dieser. Ich werde diese Veranstaltung werde ich noch nicht mit ihm kämpfen, weil ich habe keine Erfahrung mit Boxen oder irgendwas. Ich habe gesagt, lass mich ein paar Monate trainieren, dann gehe ich mit ihm in den Ring. Das ist kein Thema. Mit wem? Aber diese Ansage ein paar Monate später. Aber ich habe Alhamdulillah einen guten Menschen gesunden Menschenverstand und deswegen möchte ich mit solchen hier mit solchen. Hat das dein Psychologe gesagt, dass du einen gesunden Menschenverstand hast? Wie bitte? Dein Psychologe hat das gesagt, dass du einen gesunden Menschenverstand hast? Nein, Alhamdulillah, jeder Muslim hat gesunden Menschenverstand. Ey, Hamid, darf ich mal was wirklich fragen? Ja, aber Muslim. Warum nicht Pashtune? Du hast wirklich die Wahrnehmung verloren. Pashtune. Niemand hat über Pashtune geredet. Wir sind Afghaner. Wir sind Afghaner. Wir machen keine Völkertrennung. Ja, komm. Afghaner sind alle eins. Wir haben alle zusammen. Wir sind alle Muslime. 99,9%. Aber womit ihr euch zusammen? Shubo, Hamid, Limo, so haltet mal zusammen. Wallah, Aib. Leute, das geht auf jeden Fall noch sehr, sehr lange. Wir machen ein paar 2 draus, weil wir haben jetzt schon 5 Uhr. 5 Uhr. Ich gehe jetzt auf jeden Fall nochmal mit Tyson raus. Ihr seht, wie ich arbeite. Nicht stören an, während ihr euch das irgendwann nachmittags, abends reinzieht. Also in dem Sinne, danke für euren Support, Habibis. Ich küsse eure Herzen, ihr seid die Besten.